Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Schminki und zwar möchte ich ein Fullface schminken, nur mit Maybelline-Produkten. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen so ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Zeit hat sich halt auch einiges bei mir angesammelt, muss man halt auch wirklich sagen. Ich habe immer mal wieder den Maybelline Adventskalender mit euch zusammen ausgepackt und habe mir dann auch mal die ein oder andere Neuheit geholt, weil ich sie interessant fand. Und jetzt mache ich mal eine Kombi davon in mein Gesicht. Ne? Ich starte mit einem recht neuen Primer. Das ist der Fit Me Luminous and Smooth Primer. Lichtschutzfaktor 20 ist hier auch wohl irgendwie mit drin. Du wirst niemals so viel Produkt davon auf dein Gesicht geben, dass du wirklich Lichtschutzfaktor 20 erreichst. Also kann ich nur empfehlen, dass du vorab auch einen wundervollen Lichtschutzfaktor auf dein Gesicht gibst. Das ist so wichtig, gerade jetzt im Sommer, Leute. Ne? Also ich habe immer Lichtschutzfaktor 50, auch im Winter. Der Primer verhält sich wie eine ganz normale Creme. Also da hätte ich jetzt nicht irgendwie... Berührung macht mein Gesicht gerade rot, ne? Da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich da weiß Gott wie einen krassen Luminous-Effekt habe, also Strahlkraft, ne? Das sehe ich jetzt so eher nicht. Es ist irgendwie halt auch vergleichbar mit der Cold Cream von Riva Loves Me, aber auch tatsächlich mit der Charlotte Tilbury Magic Cream von der Konsistenz her und von dem, was es auf dem Gesicht so macht. Also ich finde den Primer wirklich schön. Ich verlinke euch die ganzen Produkte mal in der Infobox. Ich glaube, da nehme ich so Douglas oder Flaconi Links, weil da kann ich dann auch tatsächlich eine kleine Provision dran verdienen. ihr könnt das aber natürlich auch alles in der Drogerie kaufen, ist ja klar. Ne? Als nächstes verwende ich hier von Maybelline die Fit Me Luminous and Smooth Normal to Dry Skin, also normale bis trockene Haut Foundation. Habe ich hier in der Farbe 115 und ich glaube, das ist Ivory. Müsste also eigentlich recht hell sein. Wenn ich die halt so sehe, sieht die gar nicht so hell aus. Aber gut. Ich gebe mir meistens einen Pumper pro Seite auf und da ich ja tatsächlich meine Foundations verwende und die ja auch schon mal verwendet habe, gebe ich mir das direkt aufs Gesicht. Die Pinsel, die ich verwende, sind übrigens von Luvia aus dem Prime Vegan Pinsel Set und die mag ich ganz gerne. Okay, wir haben hier auch so einen Aprikot-Unterton von der Foundation. Da muss ich mal gucken, ob ich das mag. Und natürlich wird das Ganze auch mit einem angefeuchteten Schwämmchen in die Haut eingearbeitet. Wir haben eine leichte bis mittlere Deckkraft und ein relativ frisches, natürliches Finish auf der Haut. Und wie es halt auch auf der Foundation steht, ist sie tatsächlich für normale bis trockene Haut geeignet. Also sie setzt sich nicht irgendwie an ja sowieso schon trockenen oder verrückten Stellen im Gesicht ab. Denn ich habe ja eine trockene Haut und dementsprechend funktioniert das wirklich gut. Auch in Kombination mit dem Primer gefällt mir das. Also, ja, schönes, ebenmäßiges Hautbild macht die Geschichte und ich mag das. Der Concealer, Concealer ist so ein Klassiker. Ich habe den auch schon mal nachgekauft. Instant Age, der Löscher, habe ich in der Farbe 01 Light. Ich glaube, den ich vorher hatte und schon mal aufgebraucht habe, der war heller, weil der hier erscheint mir doch recht dunkel. Aber gut, wir müssen das immer so hochdrehen. Ich mag dieses Schwämmchen da oben drauf nicht so allzu gerne. Und dann gebe ich mir das, ja, das ist wirklich ein bisschen dunkel, ne? Tatsächlich, unter die Augen. Und auf die Rötung, dass da so ein bisschen mehr Deckkraft drauf kommt. Ich verwende den jetzt auch direkt einfach mal als Lidschattenbase, weil ich habe keine Lidschattenbase von Maybelline. So, das Hautbild, was wir jetzt haben, ist wirklich wunderschön natürlich. Ich mag es gerne leiden. Es ist ebenmäßig. Es sieht wirklich ein bisschen dunkel für mich aus. Also ich müsste... Also, es sieht echt schlimm aus. Aber die Lichter sind, glaube ich, noch nicht richtig eingestellt, ne? Ja, also ich müsste tatsächlich noch ein paar Nuancen abdunkeln, mit ein paar Stunden mehr in der Sonne verbringen, ein paar Tage mehr im Garten verbringen, dass mir das halt ein bisschen besser passt. Aber im Großen und Ganzen, mir gefällt, was ich sehe, ne? Und das finde ich echt schön, 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 schön. Maybelline hat auch ein Dream Matte Blush auf den Markt gebracht. Habe ich in der Farbe 40 Mauve en Trunk. Ein intrigantes Mauve wahrscheinlich, ne? Und das versuche ich mir jetzt einfach mal auf die Wangen aufzugeben. Das heißt, ne, ich nehme den Foundation-Pinsel, rühre dann immer recht grob hier drin rum und tupfe mir das dann so auf die Wangen. Ja, das ist auf jeden Fall ein intensiver Ton, finde ich schön. Auch der lässt sich auch toll einblenden, ausblenden. Den mag ich gerne leiden. Jetzt habe ich hier mein Auge gedippt. Wow, das tat weh.
Als nächstes Produkt habe ich ein Puder. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell im Sortiment ist. Das ist das Superstay Full Coverage Powder Foundation Gedönsen in der Farbe 20. Beige Eclat habe ich das. Das ist dieses hier. Ich habe so kein anderes Puder von Maybelline, weil ich hatte mal eins. Es war mir aber wirklich zu trocken, sagte sie, und möchte alternativ eine Puder Foundation verwenden. Müssen wir mal schauen. Aber so ein bisschen mehr Deckkraft. Müssen wir mal gucken. Mal schauen. Ich muss es jetzt ja nicht super dick auftragen. Ich merke gerade, dass es noch ein komplett neues Produkt ist, weil hier noch der Klebi dran ist. Krass. Ich nehme jetzt erstmal mein Schwämmchen. Es ist auch so, das mag ich halt gerne. Es hat so einen rosa Stich und das könnte jetzt wirklich meine Foundation auch wieder ein bisschen besser angleichen. Also erstmal mit dem Schwämmchen rein und dann halt unter den Augen und auch den Augenlid. Was? Das Augenlid setten. Und den Rest meines Gesichtes sette ich mit diesem Pinsel. Das ist auch der 15er Pinsel aus dem Prime Vegan Pinsel Set. Und dann gehe ich einfach über meine komplette Base drüber. Es hält definitiv so ein bisschen auf. Es macht natürlich die Geschichte haltbarer. Und jetzt verwende ich einen Bronzer. Das ist der Klassiker, der City Bronzer. Medium Cool 200 habe ich als Farbe und ja, ein schöner aschiger Bronzer, mit dem ich gut um kann, den ich gerne verwende und den ich halt auch wirklich empfehlen kann. Es ist ein wirklich schöner Bronzer aus der Drogerie, ne? Der klasse, also schön, toll, ne? Ne? Gar nicht mal so teuer. Ja, mein Gesicht ist auf jeden Fall schön aufgewärmt. Ich hoffe, dass ich das irgendwie mit diesen Lichtverhältnissen besser hinkriege, weil ich glaube, dass es jetzt in der Kamera, also jedenfalls das, was ich im Display sehe, sieht super dunkel aus. Ich weiß noch nicht, ob es besser ist, wenn ich die Jalousien runtermache, aber ich muss mir noch Rollos kaufen, Abdunkelungsrollos. Auf jeden Fall geiler Bronzer, mag ich wirklich gerne leiden. Ich habe den jetzt ganz sanft aufgetragen und der macht einfach ein schönes Finish im Gesicht. Ja, und als nächstes verwende ich noch einen Puderblush. Da habe ich den Fit Me in der Farbe 25 Pink. Colorette steht hier hinten drauf. Ja, genau. Den kann man sich halt nochmal schön on top geben. Ich weiß nicht, wie intensiv der jetzt sein wird, der Blush. Also ich sehe jetzt recht wenig. Ja, er ist wirklich sehr, sehr zart, ne? Sehr, sehr zart bis... Ich sehe ihn wirklich nicht, Leute. Also das ist jetzt kein... Ich sehe den auch nicht auf dem Finger. Ganz minimal. Der ist mir eigentlich zu wenig. Für mich ist das jetzt nichts. Möchte aber jetzt erstmal meine Augenbrauen machen. Da habe ich hier den Tattoo Brow mit 36 Stunden Halt. Und das dürfte irgendwie die Farbe Blond oder so sein. Schön habe ich also gerade nicht mehr hier draufstehen. Egal, ist auf jeden Fall dieser hier. Ist aber sicherlich irgendwie was in die Richtung Aschblond oder so, ne? Weil sowas kaufe ich ja auch immer. Und ich muss aber sagen, der macht zwar jetzt auf die Entfernung eine recht schöne Farbe, aber von der Nähe betrachtet ist es leider so, dass das extrem krümelig wird. Ihr seht das gleich, wenn ich mal Lidschatten auftrage. Das ist echt kein tolles Ergebnis. Naja, ich habe jetzt eine ganze Weile an meinen Augenbrauen dran rumgedoktert, um das irgendwie halbwegs schön hinzukriegen, ne? Also ein sehr, sehr weicher Stift. Ich bin mir noch so unschlüssig. Eigentlich finde ich die Farbe so cool und auch von der Entfernung her finde ich das wirklich genial, ne? Aber gleich von der Nähe werdet ihr sehen, warum ich den jetzt nicht so bombastisch finde. Aber gut, jo, das sind jetzt meine Augenbrauen und jetzt gehen wir zu der Lidschattenpalette über. Das ist eine sehr schlichte und zurückhaltende Palette, aber sie ist von der Qualität her, ich würde schon fast sagen, die beste Nude-Palette, die ihr in der Drogerie finden könnt. Das ist die Nudes of New York und ich finde die wirklich, 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 wirklich empfehlenswert. Die enthält alle Nude-Töne, die man sich so wünschen könnte. Die hat kühle Nude-Töne mit drin, die hat warme Nude-Töne mit drin, die hat wunderschöne Schimmertöne mit drin enthalten. Und das Einzige, was mir hier halt wirklich richtig fehlt, ist ein super heller Schimmerton, ne? Der ist halt nicht mit drin. Huch! Oh nein, bin ich reingeditscht? Ja, natürlich. Wobei man da den Originator auch nehmen kann, aber der ist mir ein bisschen zu graustichig. Trotzdem. Ich werde jetzt auch zuallererst den Originator verwenden, um ihn eben als Highlighter zu verwenden. Weil so jung kommen wir nicht nochmal zusammen hier, ne? Normalerweise ist es ein bisschen schwierig, ne? Weil es kann sein, dass der zu stark pigmentiert ist oder dann doch zu glitzerig ist. Aber ich finde, der geht wirklich vollkommen klar. Und ich möchte Highlighter, weil ich mag Highlighter. Highlighter ist schön, der macht irgendwie alles ein bisschen schöner.
So nämlich, ne? Das mag ich auf jeden Fall leiden. Das ist ein recht zurückhaltendes Highlight, aber ein schönes. Um ein Lied zu setten, verwende ich dann zuallererst den Ton Artist. Das ist so ein ganz hellgelber Ton und guckt euch mal an. Reingegangen und dann mal ein bisschen Kickback. Aber ich habe lieber Kickback als Fallout. Das ist halt klar irgendwie, ne? Weil Kickback kannst du wegpusten. Fallout hast du unterm Auge, das macht nicht so viel Freude. Ich sehe jetzt gerade, dass hier zum Beispiel meine Base ein bisschen aufbricht. Und ich glaube, das liegt an dem Puder bzw. der Puder Foundation. Ich glaube, das war nicht die beste Idee, das tatsächlich zu verwenden. Denn jetzt, wenn das so länger auf dem Gesicht drauf ist, ja, hier auf der Stirn auch, setzt sich das echt blöd ab. Also das, nee, das ist kein cooles Produkt. Das mag ich jetzt doch nicht mehr so gerne leiden. Um einfach so ein bisschen, ja, meine Lidfalte zu definieren und ein bisschen, oh, mehr Tiefe in mein Auge reinzubringen, verwende ich jetzt den Ton Herine. Das ist ein schmutziges Senfgelb. Und den setze ich mir hier außen an und blende ihn dann auch in meine Lidfalte rein. Baue ich mir dann immer so ein bisschen mehr auf. Im Prinzip reicht es schon fast aus, das einfach so zu machen, wenn man so einen easy-peasy-Alltagslook haben möchte. Dann jetzt irgendwie einen Schimmerton aufs bewegliche Lid, fertig ist die Laube. Da hast du auch nicht viel Mühe und Not vor allem und Zeit reinstecken müssen. Ich persönlich habe jetzt aber Bock, so ein bisschen noch Tiefe mit reinzubringen, ein bisschen mehr aus der Palette rauszuholen und da greife ich doch gerne zu dem Ton Self-Starter. Das ist ein etwas kühleres, dunkles Braun und den nehme ich jetzt mit einem etwas fester gebundeneren Blendepinsel auf und setze mir das gezielt nur hier so ein ganz kleines bisschen außen hin. Ich möchte das nicht allzu sehr in den Look integrieren, weil ich den Look auch nicht allzu dunkel haben möchte, aber ich möchte hier ein ganz bisschen, ja, mehr Dimension reinbringen. Ne? Das hilft eigentlich immer ganz gut, wenn man Schlupflid hat, um das Auge noch ein bisschen zu öffnen und da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ich werde mir jetzt an den unteren Wimpernkranz auch eine Kombination aus diesem schmutzigen Senfgelb, also aus dem Herine und aus dem Self-Gedönsen, wie heißt das? Self-Starter geben, um da einfach so ein bisschen mehr noch Abgrenzung zu schaffen und das Auge optisch größer wirken zu lassen. Ich finde, das sieht ziemlich fein aus. Also ein richtig schöner, klassischer Nude-Look, wie man ihn so kennt. Und ja, jetzt kommt noch ein bisschen Schimmer ins Spiel. Dann nehme ich Inspira, das ist dieser schöne Goldton. Und den nehme ich direkt mit dem Finger auf, weil sich die Töne aus dieser Palette am besten mit dem Finger auftragen lassen. Ist einfach so. Und ja, den setze ich mir jetzt einfach auf mein bewegliches Lid drauf. Jetzt gebe ich mir den Ton Originator, das ist ja der Highlight-Ton, den wir auch schon im Gesicht haben, unter die Augenbraue und auch in den Innenwinkel. Und dann ist das quasi der fertige Lidschatten-Look. Ich finde es einfach easy peasy, ne? Das ist so ein schöner 5 Minuten mal eben schnell Bam-Bam-Look und ich mag es gerne leiden. Ja, und jetzt kommen wir zum Eyeliner, denn das verwende ich einfach super gerne. Den gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Ich habe den auch in Blau, aber ich möchte heute so ein bisschen eher in die natürliche Richtung gehen. Deswegen verwende ich den Hyper Precise All Day Liquid Liner in Schwarz einfach. Das ist der hier. Den hatte ich auch, glaube ich, mal in einem Adventskalender drin oder wo auch immer. Ich weiß nicht, wo man sonst irgendwelche Probegrößen von Maybelline herkriegen sollte. Und ja, damit ziehe ich mir jetzt einfach mal einen Liner. Durch die lange und etwas wabbelige Spitze finde ich es persönlich ein bisschen schwierig, damit auch wirklich präzise zu zeichnen, ne? Aber es geht, wenn man es halt in Etappen macht. Ich kann es jetzt nicht ansetzen und durchziehen. Ich setze halt immer wieder an, ziehe einen kleinen Strich und so bastle ich mir das hier alles zurecht. Und eine schöne Spitze kriegst du da auch nur wirklich mit Geduld und Liebe hin. Und das ist nicht einfach. Also das ist halt dieses Schwierige, wenn du diese Filz-Eyeliner hast und es draußen 25 Grad sind, trocknen die dir gefühlt beim Auftrag direkt aus. Ne. Also den Eyeliner finde ich jetzt auch wirklich gerade für den Sommer nicht empfehlenswert, weil das halt sehr viel Mühe erfordert, ne? Und ja, halt dann irgendwann sehr trocken wird. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall das Ergebnis mit den Eyeliner-Geschichten. Und jetzt kommen wir zum Fixieren des Ganzen. Normalerweise hätte ich super gerne eine Foundation verwendet, die auch eine meiner absolut favorisierten Foundations ist. Die gibt es aber gar nicht mehr zu kaufen. Und zwar die Dream Satin Liquid Foundation. Habe ich auch schon nahezu leer gemacht. Ja,
Und da gibt es auch das Dream Setting Mist zu. Luminous Setting Mist, das ist dieses hier. Und das werde ich jetzt einfach mal verwenden, um mein Make-up zu setten. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich hatte es halt da, ne? Zack, das ist der Sprühstoß. Ja, mal gucken, ne? Ist ein bisschen doll. Wobei, ne, das geht, es geht. Außen drumherum sind manchmal so ein paar Punkte, die ich dann auch wirklich am Körper merke. Aber es geht klar, auf jeden Fall. Oh, mein Spiegel ist jetzt auch etwas nass. Schwämmchen, eintapern. Vor allem Mascara und Lippenprodukte ist ja etwas, was Maybelline so als Staple hat, also was sie einfach können. Und da habe ich hier die Sky High und zwar diese schwarze, das ist die Cosmic Black Variante davon. Die habe ich euch auch schon in einem Drogerie-Neuheiten-Video gezeigt. Finde ich bombastisch. Also das ist so eine wundervolle Mascara. Ich weiß gar nicht, also Hammer. Hammer. Und die lässt sich endlich auch ordentlich abschminken. Das ist bei der regulären Sky High ja nicht der Fall gewesen. Wir haben ein Gummibürstchen, was tannenbaumförmig und recht gerade spitz zusammen verläuft. Und die macht ganz, ganz tolle Wimpern. Das Bürstchen ist extrem flexibel, ne? Das könnte immer mal wieder dazu führen, dass man sich auch, dass man das irgendwo anbatscht. Aber ja, ich trage sie jetzt auf. Ich liebe sie. Ihr seht's gleich. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Die ist wirklich cool, ne? Vor allem, wenn man bedenkt, ich verwende ja seit, wann war das? März habe ich, glaube ich, erfahren, dass ich schwanger bin, ne? Verwende ich kein Wimpernserum mehr. Und trotzdem werden die einfach so heftig, wenn ich die richtige Mascara verwende, ne? Und das hier ist einfach eine schöne Drogeriemascara für um 10 Euro. Und ich finde, das ist einfach, es ist ein Blick wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde die wirklich schön. Also ich kann sie euch wärmstens empfehlen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem zweiten Staple, was Maybelline hat, und zwar zu den Lippen. Und jetzt möchte ich gerne einen Lip Liner auftragen. Haare lasse ich heute geschlossen, weil es echt warm ist. 27 Grad läuft bei mir. Da habe ich zuallererst hier von Maybelline den Color Sensational Lip Liner in der Farbe Nummer 10, Nude Whisper. Das ist dieser hier. Den trage ich einfach auf. Theoretisch bräuchte ich jetzt keine Lip Liner, ne? Aber das ist jetzt einfach nur, damit der Lipgloss, der gleich kommt, halt nicht so verläuft oder so. Super geil cremig. Also die sind der Hammer. Da muss man halt nur bei diesen Temperaturen aufpassen, dass er nicht abbricht oder so, ne? Weil das kann halt schnell passieren. Deswegen immer nur ein ganz kleines bisschen rausdrehen. Und als Lipgloss verwende ich natürlich einen Liftergloss, den ich so schön finde, in der Farbe 004 Silk. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Ich könnte jetzt auch diesen aktuell neuen Vinyl irgendwas verwenden. Aber zu dem dezenten Sommerlook passt doch wirklich so ein schöner Liftergloss, oder? Die haben auch irgendwie was Fliegendes mit drin. Weiß ich nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist, ne? Aber ja, es passt auf jeden Fall jetzt echt schön zum Look und jetzt sehe ich so dermaßen sommerlich aus. Holla die Waldfee. Feier ich. Also ja, Fazit. Maybelline hat super schöne Produkte in den Theken. Nicht jedes Produkt ist super cool, aber nicht jedes Produkt ist so öde, wie das Äußere es vermuten lässt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Irgendwie sehe ich edel aus. Keine Ahnung. Das hat halt irgendwie was ganz Besonderes. Und so könnte ich zu jedem möglichen Anlass gehen. Ich könnte auf eine Hochzeit gehen, wenn ich ein bisschen anderes Outfit an hätte. Ich könnte zu einer Gartenparty gehen. Ich könnte auf Arbeit gehen. Ich könnte wo auch immer ich Bock habe hingehen. Auf ein Date könnte ich gehen, ne? Schreibt mir mal gerne, was ihr von Maybelline haltet, welche Produkte ihr richtig geil findet. Unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, das war's jetzt hier von mir mit meinem Schminki. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis. Hier unten meinen neuesten Upload. Mein Baby hat mich gerade getreten. Wow. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.